Ja, und da sind wir auch schon wieder. Nach dieser kurzen 20-minütigen Unterbrechung haben wir auch, wie hier hoffentlich, auch einen Kaffee geholt. Und bin jetzt dabei, euch den nächsten spannenden Vortrag zu präsentieren. Dieser ist von Oliver Strixner und handelt über die Verbindung von Mautic und WordPress und wie man damit ja, Menschen gemeinsam zusammenbringen kann online. Und auch diesmal gibt es wieder einen Aha-Slides-Panel. Fast erreichbar unter der gleichen URL. Diesmal ist es nur am Ende kein S2, sondern ein S1. Andersrum, kein S1, sondern ein S2 für Session 2. Und ja, bevor ich euch jetzt hier lang aufhalte, würde ich Oliver einfach kurz direkt mit ins Bild holen und an ihn übergeben. Und er kann euch erzählen, worüber der Vortrag ist und direkt in seinen Live-Vortrag starten. Und damit. Ah, hallo. Oh, jetzt ist er ganz weg. Gut, dann übernehme ich jetzt mal komplett. Der Vortrag ist jetzt vielleicht ein bisschen anders wie die anderen Vorträge. Ich arbeite im Bereich der digitalen Transformation und jetzt erlebt genau und beschäftige mich sehr stark mit Informationstechnik, Menschen zu verbinden. Und habe jetzt hier auch für diesen Vortrag ein Praxisbeispiel aus einer kleinen Bürgerinitiative, wo man nicht denkt, dass da Mautic reinpasst. Aber dank, oder was heißt dank, wegen Corona kamen hier eben viele digitale Elemente mit rein. Und in meiner beruflichen Arbeit betrachte ich immer möglichst ganzheitlich. Also heißt, es gibt nicht nur die Technik, es gibt nicht nur Mautic, es gibt nicht nur irgendwo was, was ich am Handy angucken kann, sondern es gibt den Menschen dazu. Es gibt viele Menschen, die dann auch in ihrer sozusagen mal sozialen Miteinander Sachen beeinflussen. Und die Frage ist natürlich, wie sind die Sachen heutzutage digital organisiert, dass auch wirklich alle Menschen, die mitmachen möchten, sich daran beteiligen können? Oder gibt es eben auch, sage ich mal, solche Sachen wie Wissenslücken oder Verständnisprobleme? Was muss man da noch geben? Also es ist mehr als einfach nur ein System hinstellen. Das haben wir auch jetzt live in der Bürgerinitiative gehabt. Von meinem Aufgabengebiet gehe ich meistens bei solchen Projekten vor, also umdenken, das heißt in neuen Möglichkeiten denken, was bietet mir die Technik? Also nicht einfach sagen, ich habe neue Technik und ich mache dann sozusagen meine Schreibmaschine, digitalisiere ich dann auf einem PC in Word und bringe es dann raus auf meinem Drucker. Das ist dann nicht so meine Art. Eher umdenken, was bietet mir die neue Technologie, was bietet mir das Verteilte, was bietet mir auch der kooperative Gedankengang, und das bringe ich dann eben meinen Kunden im Coaching und Consulting dann rüber. Und bin natürlich auch noch jemand, der direkt auch in Softwareentwicklung reingeht, also selber installiert Linux und überwiegend Open Source Systeme Support betreibt. So, jetzt haben wir ein Marketing-Tool. Jetzt habe ich gedacht, wie mache ich diesen Vortrag? Und im Marketing ist ja der Funnel sozusagen, wie bringe ich meine Interessenten sozusagen zum Käufer? Wir haben jetzt bei der Bürgerinitiative keine Käufer, aber wir haben ähnliche Prinzipien, und deswegen ist es auch so, dass am Anfang eben sozusagen Aufmerksamkeit generiert werden, Flyer ausgetragen werden. Digitale Kampagnen haben wir jetzt umgesetzt. Ziel ist natürlich dann, mit den Interessierten in Kontakt zu kommen. Da haben wir ein Registrierungsformular. Das ist dann auch mit Mertris und Mautic umgesetzt worden. Und dann nutzen wir natürlich die Newsletter-Funktion von Mautic, um immer wieder Interessenten einzuladen, bei bestimmten Aktionen mitzumachen. Und was halt ganz wichtig ist, Bürgerinitiative ist nicht nur ein rein digitales Geschäft, sondern ist ein überwiegend Offline-Geschäft, durch Corona ein bisschen mehr digital. Und da ist natürlich schon die Kunst, immer auch zu gucken, wie kriege ich denn meine digitalen Informationen an den echten Menschen wieder ran? Und das ist manchmal ein bisschen haarig, aber
Heute und jetzt konzentriere ich mich mal nur auf Mautic, sozusagen die digitalen Bausteine. Wir haben für die erste Phase im Funnel WordPress und Mautic drin. In der zweiten haben wir auch wieder WordPress mit Mautic. Und für die Veranstaltungen haben wir die Newsletter-Funktion von Mautic und nutzen dann Zoom. Jitsi war nicht so ganz stabil, deswegen da mal kein Open-Source-Tool drin. Und mit Offline kommt jetzt noch die Nextcloud-Infrastruktur dazu, wo wir dann eben unsere Dokumente dann noch an einem Ort uns organisieren. Gut, im Vortrag, der wird jetzt ein bisschen ganz anders. Ich habe jetzt mir so ein paar Elemente mal rausgenommen, um einfach auch mal zu inspirieren. Was kann Mautic und wenn man ein bisschen kreativ denkt, wofür kann man es dann nutzen? Hier im Funnel ist natürlich das, wir haben eine Internetseite, das ist WordPress-Plugin von Mautic auch mit drin und das nutzen wir natürlich zum Tracken, um so ein bisschen Überblick zu kriegen, wann wird die Seite aufgerufen, wie kommen Artikel an etc. Um die Interaktion zu kommen, haben wir bestimmte Formulare und da zeige ich dann nachher auch mal, wie wir das mit Doppel-Opt-In umgesetzt haben. Die Newsletter ist ein wesentlicher Bestandteil, da habe ich jetzt aber nicht was vorbereitet und will aber dann nochmal auf so eine einfache, pragmatische Veranstaltungslösung mit Mautic eingehen und als Idee habe ich noch so eine Datenschutzvereinbarung, wo sich dann nochmal was registriert. Aber ich denke, ich fange jetzt gleich mal an. So, wie ist denn das System aufgeteilt? Man hat immer eine Instanz, es kann ein eigener Server sein oder ebenso ein Server, wo du mehrere Domains hosten kannst. Auf der einen Seite läuft dann eben das WordPress, also die Hauptwebseite. Dort ist das Mautic-Plugin installiert und der Elementor als Page-Builder ist dann noch mit drin. Das hat sich für mich bewährt, weil es einfach dann auch schnell Veränderungen und visuell dann eben auch im Gespräch solche Sachen machen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann eine Subdomain, wo Mautic installiert ist und ganz wichtig ist eben, dass auf diesem System Cronjobs ausgeführt werden können, weil ohne diese Cronjobs werden bestimmte Aktivitäten nicht automatisch aufgeführt und man kriegt dann seine E-Mails nicht los sozusagen. Gut, dann gehen wir doch mal, wie ist denn das jetzt bei WordPress? Ist das ein Riesenakt, jetzt seine Website zu tracken? Und eigentlich ist es ziemlich einfach. Es gibt ein Mautic-Plugin, das wird installiert. Dann gibt es bei den Einstellungen, dann stellst du eben die Mautic-URL. Also vorhin hatte ich ja diese M-Punkt-Domain angezeigt. Die trägt man dann hier ein, entscheidet sich für Foto oder Header. Und die anderen Sachen, das dann so die Advanced-Sachen, was du jetzt dann mitgetrackt haben willst oder nicht. Und wenn man das dann aktiviert hat, hat dann jede Seite am Ende so einen kleinen Tracking-Code mit drin. Und hier unten steht dann eben dieses Domain MTS.js, das dann eben auf der Seite läuft und dann eben die Kommunikation mit der Mautic-Installation macht. Was ist natürlich unheimlich praktisch, man kriegt mit wenigen Klicks ein Getrack, der muss sich nicht mit Google Analytics oder sonst irgendwas beschäftigen. Für einfache Daten sehe ich dann eben, wie viele Kontakte hat Mautic angelegt oder haben sich eingetragen. Sehe dann auch die Webseitenbesuche. Vielleicht noch eins dazu, meine Mautic-Installation ist immer auf Englisch eingestellt, weil wenn es ein Problem gibt, gibt es meistens Hilfe mehr in Englisch als in Deutsch und dann muss man immer gucken, wie ist es übersetzt worden und deswegen sind die Bilder hier auch in Englisch. Und ich sehe auf der anderen Seite halt auch, sind bestimmte Einladungsformulare genutzt worden oder nicht. So, und ist es jetzt kompliziert und aufwendig, einen Page-Builder mit zu benutzen? Eigentlich nicht. Es gibt in Mautic einen Punkt, Focus Items,
die kennt ihr, wenn ihr auf der Webseite wart und wollt weg und dann poppt irgendwo ein Fensterchen auf und sagt, hey, du hast aber vergessen, noch was zu kaufen oder dich irgendwo einzutragen, mach das doch mal schnell. Sowas geht in Mautic auch. Legt man ein Fokus-Item an, dann gibt's sozusagen eine Einstellung, wo dann ein bisschen JavaScript-Code zum Kopieren bereitgestellt wird. Dann gehe ich in die WordPress-Installation in mein Elementor und dann habe ich eben jetzt in Elementor Pro mit 7 Bilder und bin dann jetzt im Footer und habe mir hier unten dieses graue Kästchen, dort ist ein bisschen HTML-Code und da kopiere ich dann einfach den von Mautic vorgenerierten Text rein, dieses Script-Tag und fertig. Und dann würde das Fokus-Item funktionieren. Haben wir aber jetzt nicht im Einsatz, weil das vom Design war das mir ein bisschen zu viel Aufwand. Da habe ich dann die Pop-Up-Funktion von Elementor genutzt. Gut. Wichtig bei der Bürgerinitiative war, dass wir eben oder das Problem ist immer, es sind einfach Menschen, die zusammenkommen und wenn sie zusammenkommen, reden sie miteinander und wenn sie auseinandergehen, wissen sie nicht mehr, was der andere gemacht hat oder was er tut und wer jetzt noch eigentlich dabei ist. Man geht dann spazieren, redet mit dem noch und eigentlich weiß man gar nicht, wer ist jetzt dafür. Deswegen haben wir einen Registrierungsprozess aufgesetzt. Das ist eigentlich der klassische Double Opt-in Prozess und hier vielleicht noch meine wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit mit Mautic. Es lohnt sich, zuerst sich über diesen Prozess in der Realität ein bisschen Gedanken zu machen. Zum Beispiel hier habe ich dann, will ich eine Registrierungsseite machen. Wenn der sich registriert hat, was passiert dann? Dann soll nochmal eine Danke erscheinen. Dann soll er eine Bestätigungs-E-Mail kriegen. Also da ist dann auch dieser Double Opt-in-Link drin, den er anklicken muss. Und erst wenn er angeklickt ist, ist dann der Kontakt bestätigt. Also es empfiehlt sich, hier sowas sich aufzumalen. Man kann da Draw.io, ich habe jetzt hier Kawemo, also ein Business, also ein BPM-Modeller im Internet von Camunda genutzt. Der ist einfach schnell praktisch. Und ihr seht dann hier auch, dann weiß ich, ich brauche eine Form, ich brauche eine Danke-Seite, ich brauche, ich habe es normalerweise jetzt Thank-You-Page genommen, also ich habe, dann überlege ich mir halt, was ich brauche, 2 Landing-Pages, eine E-Mail muss ich vorschreiben und dann eine Kampagne aufsetzen. So gehe ich mittlerweile vor, weil ich damit mir viel Zeit spare und Mautic sozusagen besser erscheint, also. Und hier nochmal die Registrierungsseite, die wollte ich ja ein bisschen schöner gestalten können. Deswegen habe ich die sozusagen in WordPress eingebaut, nutze aber das Mautic Form. Und da schauen wir uns mal kurz an, wie das ist. Also ich lege in Mautic mein Formular an. Da habe ich dann bei Komponenten dann entwickle ich eins, ich zeige jetzt nur grob kurz, lege dann die verschiedenen Felder ein und kopiere mir dann mit Manual Copy den HTML-Code raus. Ich zeige es jetzt mal nur für das Styling. Script-Code ist so ähnlich vom Einbetten her, aber schauen wir uns jetzt mal an, was dann passiert. Und in WordPress muss ich eine Page anlegen. Ihr seht jetzt hier natürlich schon die fertige Page, aber da, wo Vorname beginnt, das ist im Prinzip dann ein HTML-Code-Element. Da habe ich den Code, den mir Mautic vorgeschlagen hat, einfach reingeschoben. Und das sieht natürlich nicht sehr hübsch aus. Und in Elementor kann ich dann einfach auf die Website-Einstellungen gehen, kann dann meine Formularfelder gestalten. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, Typografie und alles Mögliche einzustellen. Und dann verändern sich eben diese Felder. Also ich habe es hier einfach jetzt mal mit dem Padding gemacht. Also wenn sozusagen die Schrift dann Abstand zu dem Rahmen nicht so groß sein soll, dann nehme ich ein kleineres Padding. Wenn ich aber will, dass es ein richtig fettes Feld werden soll,
dann habe ich relativ einfach über einen Page Builder auch meine Formulare in einem einheitlichen Format auf einer Webseite formatiert und ich muss dann nicht jetzt in den Quellcode, HTML-Code von Mautic irgendwas verändern, weil wenn ich dann wieder eine Anpassung mache, dann kopiere ich mir das einfach rein und Mautic weiß ja, wie er seine Formularfelder gestaltet. So, dann ist natürlich wichtig, es ist jetzt halt wieder ein Prozess, wo viele kleine digitale Schritte passiert sind und dann lege ich mir in Mautic eine Kampagne an und hier klassisch Double Opt-in, also wird der Kontakt aufgenommen, also hier ist auch das Formular nochmal, das Mautic-Formular, wenn da jemand sich einträgt, dann kriegt Mautic das mit, schiebt den Kontakt dann in die Kampagne rein und im nächsten Schritt sage ich dann, okay, ich möchte erstmal alle, die da kommen, in ein speziell vorher angelegtes Segment einlegen, zum Beispiel jetzt nicht bestätigt. Und ich hatte vorher noch ein altes Segment genutzt und da habe ich dann alle rausgenommen. Und im nächsten Schritt ist dann, dass der soll dann die Opt-in-Mail verschicken, die ich vorher vorbereitet hatte und kann die dann eben auswählen. Ich schicke die dann auch immer gleich raus. Also was heißt gleich? Also ich habe da den Cronjob auf 5 Minuten und dann dauert es ungefähr 5 Minuten, bis es rausgeschickt wird. So, und wenn eben der Kontakt seine E-Mail liest, hat er ja den Link in der E-Mail, klickt den drauf, besucht dadurch die Webseite, die in Mautic angelegt ist und Mautic registriert das und dann kann ich natürlich das auch dann wieder diese Aktion auswerten und sage dann zum Schluss, jetzt verschiebe den von nicht bestätigt in mein Segment bestätigt, damit habe ich den Doppel-Opt-In, die Registrierung ist abgeschlossen und ich kann jetzt alle Leute über einen normalen Newsletter was zuschicken. So, die andere Idee ist, beziehungsweise es war ziemlich spontan, wir hatten eine Offline-Veranstaltung geplant mit ungefähr 40 Leuten. Dann sind die Corona-Zahlen gestiegen und dann haben ein, zwei angefangen, sich abzusagen und letzten Endes wussten wir gar nicht, wie viel kommen. Und dann hatte ich jetzt nochmal schnell Mautic genutzt, um mir nochmal die Informationen zu holen. Wer kommt denn jetzt wirklich zu der Veranstaltung? Und da hatte ich mir eben überlegt, ich mache das ganz normal über die Anmeldungen, die ich jetzt in Mautic schon hatte, schicke da nochmal ein Newsletter raus. Wir haben aber auch eine WhatsApp-Gruppe und ich wollte aber, dass das, weil es jetzt relativ kurzfristig war, dann einfach auch einen Link haben, den ich dann verschicken kann. Und dieser Link verweist einfach nur zur Mautic Landingpage, der Anmeldungsseite zu der Veranstaltung. Und wer sich da einträgt, bekommt natürlich dann wieder sofort eine visuelle Webseitenbestätigung. Super, hast dich eingetragen. Bekommt auch eine Bestätigungs-E-Mail. Und nach einer gewissen Zeit habe ich die Möglichkeit, eben mir die Teilnehmerliste dann nochmal anzugucken. Also ich habe hier eine Form angelegt, 2 Landingpages, 2 E-Mails kreiert und eine Kampagne. Und genau, das sieht man hier. Und vielleicht nochmal, was jetzt auch für einfache Sachen, wo Mautic einfach wirklich auch eine Riesenerleichterung ist. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier unten bei der ersten Anmeldung zur Veranstaltung, da hatte ich 20 Eintragungen. Jetzt bei der neuen Anmeldung waren es dann nur noch 5. Also ich habe hier dann auch immer so kleine Statusinformationen, wo ich dann einfach reingucken kann, was geht. Und hier vorne seht ihr dann auch bei dem Häkchen, ist eine E-Mail zum Beispiel jetzt aktiv oder nicht aktiv. Ich habe dann eben so Einladungsmails, die dann zu einer bestimmten Veranstaltung sind, die schalte ich dann eben auch aus. Gut. Die Kampagne war relativ
einfach. Und ich glaube, wenn das jetzt so ein Marketingmensch nachher dann mitkriegt, wie wir die benutzt haben, passt wahrscheinlich nicht ganz so dazu. Aber für unsere Zwecke war das unheimlich vorteilhaft, einfach umzusetzen und schnell zu realisieren. Wir haben eben, wie gesagt, diese Form für die Anmeldung. Dann habe ich die in ein Segment reingeschoben, habe denen nochmal einen Tag gegeben, dass sie sich sozusagen nochmal bestätigt haben, habe mir als Admin nochmal ein Infomail zuschicken lassen und der Kontakt hat dann seine Bestätigungs-E-Mail bekommen. So, in der Landingpage war es auch möglich, das Formular einigermaßen hübsch und auch die Button ein bisschen größer zu machen. So sah dann die Danke-Seite aus und das war dann eben sozusagen das E-Mail-Template, das dann verschickt wird. Also man kann auch Bilder einfügen. Die Bilder habe ich dann auch auf per Link eingefügt von meiner WordPress-Seite. Also man kann da, muss nicht alles als Asset dann in Mautic hinterlegen. Und das, also was ich in dem Fall sagen muss, ist richtig geil war, ich habe natürlich dann nachher, wenn das Formular eingetragen ist, dann gehe ich da drauf und habe dann eben sozusagen eine Übersicht, wer hat sich eingetragen. DSGV-mäßig habe ich das nochmal hier wegretuschiert und kann natürlich sagen, ich habe dann zur Vorbereitung von der Veranstaltung, kann ich mir eine Excel-Liste exportieren lassen und kann die dann nachher auch dann, wenn die Veranstaltung durchgeführt wird, wieder hernehmen und kann mir ein Häkchen machen, wer war denn da und sowas. Also das ist dann unheimlich praktisch und ich kann es hier auch verschicken an jemanden, der vielleicht jetzt hier beauftragt wurde, die Veranstaltung zu machen. Wir sind keine speziellen Custom Fields oder sowas verwendet worden. Und eine andere Geschichte war, wenn einer noch nicht Mitglied war, der konnte dann auch relativ schnell ohne Registrierungsprozess sich zur Veranstaltung eben anmelden, weil wir die Daten nicht nutzen für Newsletter und weitere Verfolgung. So, dann mussten wir jetzt sozusagen von unseren kleinen Realtreffen ins Homeoffice wechseln und da haben wir jetzt Nextcloud eingesetzt und da werden halt viele Daten dann geteilt und da wollte ich so eine kleine Datenschutzvereinbarung machen und dann ist auch die Frage, wie mache ich es wieder, weil persönlich kann ich nicht alle kontaktieren, das kostet eben viel Zeit und da hatte ich mir gedacht, dann mache ich doch einfach mit Mautic einen Prozess, wo ich demjenigen, der jetzt sozusagen intensiver hier mitarbeiten will, eine E-Mail verschicke, der klickt dann einfach auf den Link, kommt dann zu einer Landingpage und sagt dann, ob er die Datenschutzvereinbarung mit denen einverstanden ist, dann kriegt er eine Danke-Seite, er kriegt eine E-Mail. Ich tagge den Kontakt und schiebe den dann in ein neues Segment. Und was ihr hier vielleicht seht, ich habe hier null Kampagnen. Also ich will hier auch noch mal kurz zeigen, dass man nicht immer für alles eine Kampagne braucht. Man kann das auch ganz einfach dann über die Form-Actions, die wir in Mautic zur Verfügung hat, auch nutzen. So sah die Einladungsmail aus. Ich sehe gerade noch einen kleinen Rechtschreibfehler. Da ist der Link Datenschutzvereinbarung Mitglieder. Da habe ich dann einfach meinen Text reinkopiert. Und dann war dieses kleine Formular drin, wo einfach nur ein Boolean-Feld drin ist. Und der lehnt entweder ab oder stimmt dem zu. Und das ist dann sozusagen die zweite Landingpage, wo er dann sieht, okay, da ist jetzt was passiert und er bekommt dann noch eine E-Mail, hier, du hast hier die Datenschutz und bist damit einverstanden. Ob das jetzt rechtlich alles so einwandfrei ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, so im groben Grundsatz haben wir uns dran gehalten und das ließ sich relativ einfach auch mit Mautic umsetzen. Genau, und jetzt ist eben so, wenn ich ein Formular anlege, habe ich eine Möglichkeit, Actions anzulegen und ich habe hier eben drei Actions benutzt,
Eine, um den Tag hinzuzufügen, eine, um den Kontakt, die Bestätigung zuzuschicken und die andere, um mich jetzt innerhalb von Mautic in ein Segment, den wieder sozusagen als Mitarbeiter mehr oder weniger reinzuschieben. Das funktioniert hervorragend. Und hier sehen wir, dass schon vier Leute sich dort eingetragen haben. Einer davon war ich zum Testen. Und ich habe dann auch natürlich, wenn ich dann jetzt in das Segment gehe oder auf die vier Kontakte klicke, habe ich dann die Möglichkeit zu sehen, wer ist da drin. Und damit habe ich Mautic eigentlich schon so ein bisschen für mein Datenmanagement so eingesetzt und nicht nur als reines Sales-Tool oder für reine Marketingmaßnahmen. Also damit kann man hervorragend bestimmte Prozesse vereinfachen. Und ich finde, es gibt noch mehr Möglichkeiten in Mautic, gerade diese API- und REST-Geschichte finde ich sehr interessant, weil sich eben Mautic dann eben über eine Schnittstelle von außen steuern lässt oder man auch dann direkt über die REST-API Daten abholen kann. Und was auch eine spannende Geschichte ist, ich habe bei den Kampagnen eben auch so eine Aktion, wo ich Daten per Webhooks weitergeben. Das heißt, wenn ich mir jetzt mit einem PHP-Skript irgendwie so eine Seite mache, die in der Lage ist, Daten von so einem Webhook aufzunehmen und die dann, was auch immer ich damit machen möchte, lassen sich dann einfach relativ einfach auch andere Systeme gut anbinden. Ich bin jetzt in der deutschen Community seit Anfang 18 oder sowas und habe festgestellt, dass Mautic immer besser wird. Also die eingesetzte Variante ist jetzt momentan 3.01 in der Bürgerinitiative, ist auch ein Upgrade gewesen von 2.16.2, hat tadellos funktioniert. Die älteren Versionen waren dann noch nicht so stabil, aber das funktioniert jetzt mittlerweile sehr gut. Und ich möchte halt auch ein bisschen Werbung machen, Mautic nicht nur als reines Marketing oder für Vertrieb und Verkauf zu setzen, sondern vielleicht kann man ja auch Informationsprozesse relativ einfach aufsetzen, wo man ein Formular hat, Daten aus dem Formular in der Liste braucht und vielleicht mal zwei, drei kleine Webseiten. Und wenn die einfach gestaltet sind, lässt sich das auch mit dem Landingpage-Builder gut von Mautic machen. Vom Prozess her für die Umsetzung allen Dingen mit Mautic habe ich gelernt, erst planen, dann sich aus der Planung heraus überlegen, welche Mautic-Elemente brauche ich, also heißt, brauche ich ein Formular, welches Asset muss ich vorher anlegen und dann gehe ich erst in die Kampagne und baue die, weil ansonsten fängst du an, in der Kampagne was anzulegen und stellst fest, ach, mir fehlt ja noch die Form, ach ja, mir fehlt noch dieses und dann musst du wieder rein und raushüpfen. Und die Kampagne wird dann doch ein anders bisschen gestrickt, wie man vielleicht den Prozess am Anfang sich im Kopf hat. Also da lieber am Anfang über Planung und so ein kleines Prozesstool wie Draw.io oder Kavemo kann ich gut empfehlen, weil er einfach ist, um solche Prozesse schnell mal zu machen. Online-Tool kostet auch nichts. Und was ich immer empfiehlt, alles vorher einmal zu testen. Und beim Testen gibt es halt eine Schwierigkeit, wenn ich halt jetzt so gerade so Zeitelemente drin habe, die vielleicht eine Woche brauchen, müsste ich theoretisch eine Woche machen oder ich stelle andere Zeiten an und schraube dann eben über meinen Cronjobs die eine oder andere Sache dann doch noch schneller los. Auf jeden Fall Testen empfiehlt sich und dann halt einfach loslegen. Also ich muss sagen, Mautic gefällt mir immer mehr und man kann es für immer mehr Zwecke einsetzen und dann danke ich mal alle Zuhörern, die ich alle gar nicht sehe und ich würde sagen, dann machen wir jetzt die Q&A, Leon. Ja, dann haue ich mich doch mal auch mal wieder auf den Bildschirm. Dankeschön erstmal für deinen Vortrag, super interessant, danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast und ich habe gerade mal über den Bildschirm hier gelinst und auch gesehen, dass wir schon drei Fragen aus dem Publikum dabei haben. Ich blende noch mal kurz den Link unten ein. Falls noch jemand weiteres eine Frage stellen möchte, Link ist unten. Und da würde ich direkt anfangen mit der ersten Frage. Die kommt von Jess. Und zwar, gibt es Plugin-Features,
die du dir wünschen würdest, die die Arbeit mit Mautic und WordPress eventuell erleichtern könnten, sodass das Ganze ein bisschen besser zusammen funktioniert. Gibt es da irgendwas, wo du dir denkst, auf WordPress-Seite so, da könnte noch was Besseres gehen? Also, für die Sachen, wo ich Mautic nutze, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Integration, wie es momentan ist, weil gerade dieses Tracking funktioniert gut. Und die andere Sache ist natürlich der Bereich mit den Forums. Also wenn es dafür nochmal ein Plugin geben würde, wo man dann einfach die Elemente hat, dass man, also wenn man jetzt nicht unbedingt im Page-Builder arbeitet, denke ich mir, könnte so ein Mautic-Plugin-Forms-Element gut helfen. Es ist halt relativ einfach gestrickt über Shortcuts. Für meine Zwecke bin ich eigentlich immer ganz gut damit zurechtgekommen. Ich habe jetzt also die Feature-Liste nicht dazu erweitert. Ja. Also ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja, perfekt. Dann würde ich die nächste Frage übergehen. Diese wurde gestellt von Marc. Und zwar, du hast von einer Bürgerinitiative gesprochen. Magst du zwei, drei Worte mehr darüber verlieren, was für eine Initiative das ist? Das ist eine Bürgerinitiative. Also es gibt, wenn man ein Haus hat und eine Straße vor der Türe, dann gibt es manchmal, also nicht überall auf der Welt, eben so Maßnahmen, wo der Kanal erneuert wird, dann muss die Straße neu gemacht werden. Ja. Und dann kommen eben jetzt mittlerweile fünfstellige Beträge auf die Anlieger zu, dass sie die Straße, die 100% im Eigentum der Gemeinde ist, dann bezahlen. Und die Situation ist in Europa so, dass kein Europäer kennt Straßenausbaubeiträge. Und in Deutschland ist es so, von 16 Bundesländern zahlt man in 9 Bundesländern dafür nicht. Und in Hessen ist nochmal so eine spezielle Situation. Die haben jetzt auch vor 2 Jahren umgestellt also vorher mussten die Gemeinden diese Gebühren erheben. Und jetzt können sie. Und in der Gemeinde, wo ich jetzt lebe, die ist eine relativ reiche Gemeinde. Und da kämpfen wir sozusagen jetzt hier vor Ort in Verbindung mit einem Verband, der bundesweit arbeitet, und einer hessischen Arbeitsgemeinschaft für Bürgerinitiativen für straßenbeitragsfreies Hessen. Ja. Also, und wusste ich was vielleicht noch witzig ist, also, weil das sind ja nicht unbedingt Sachen, wo ich jetzt 20, 30-Jährige habe, die digital affin sind, sondern ich sage jetzt mal, eher Hausbesitzer schon. Ja, und die halt lange hier leben. Also ich arbeite jetzt einen Nachbar in Zoom ein, hatte ich gestern noch eine Sitzung. Der ist 80. Also das ist natürlich auch so, wo man als ITler wieder mitkriegt, wie weit man selber schon in der digitalen Welt drin ist und alles nutzt. Und andere erstmal dazu bringen muss, sich mit der Technik und den vielen Knöpfen und den Schaltern auszukennen. Und das ist, finde ich, schon interessant. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir nur über die digitalen Medien eine eigene Funktion aufbauen können. Und in der Bürgerinitiative, oder bei uns ist es so strukturiert, wenn der Bürgermeister was schreibt, oder wenn wir was schreiben wollen, dann geht es über den Bürgermeister, dann geht es erst in die Zeitung. Und dann ist es sozusagen nicht mehr das, was wir gesagt haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen eine digitale Plattform, wo wir dann das so sagen können, wie wir das meinen. Und ist ganz lustig, weil wir auch mittlerweile Redakteure haben, die auch einen eigenen Artikel zu uns rausgebracht haben, ungefiltert. Es ist lebendige Demokratie. Und auch wenn sich das Thema vielleicht nicht so alle bewegt, aber es zeigt halt einfach, dass es, wie wir Bürger uns sozusagen aus der ganzen Politik oder aus der Organisation unseres Lebens durch Politiker und Regeln rausnehmen und dass wir uns doch ein bisschen mehr einbringen müssen, damit wir Sachen sozusagen zukunftsfähig sind. Ja, vielen Dank für den Eindruck, das war voll interessant. Also für mich persönlich auch, ich wusste gar nicht, dass es solche Beiträge gibt.
ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ja, es gibt unheimlich viele Bürgerinitiativen für noch so kleine Detailsachen, die man eigentlich nur mitkriegt, wenn man drin steckt. Und Ja, da kam gerade. die Presse ist ja nicht so groß in diesem Bereich. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt nur so kleine Initiativen sind, dann bis sie sich damit mal auseinandersetzen und in der Presse was veröffentlichen dazu, kann schon dauern. Ja, es ist Ja. halt kein rettet die Hunde-Thema oder sowas. Ja, schreibt sich nicht so. Also, da kam gerade noch eine Frage rein. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist bis jetzt auf jeden Fall erstmal die letzte. Und zwar, hi Oliver, wie bist du überhaupt erstmals mit Mautic und der Community in Kontakt getreten? Ah, ja, ist auch interessant. Also ich entwickle Weblösungen und da war ich eigentlich in dieser, sag ich mal, diesen professionellen Marketern mit unterwegs und da ist dann halt sowas wie ClickFunnels, ClickTip, Digistore, PostAffiliate Pro, also halt viele kommerzielle Systeme, die dann oder Infusionsoft oder heißt es glaube ich mit anders unterwegs und ich bin aber also meine Familie muss seit 10 Jahren mit Linux auf den Geräten arbeiten, weil ich irgendwann keine Lust hat von 97 auf Windows 8 umzugraden und Lizenzen und Tod und Teufel und ist jetzt alles Ubuntu. Kommt jeder mit klar? Also ich bin leidenschaftlicher Open Sourceler. Nicht nur, weil es diese finanzielle Barriere zur Nutzung von Informationstechnologie komplett abschafft. Also heißt, du kannst ein kleines Unternehmen sein, du kannst die Software trotzdem nutzen. Wenn du SAP hast, musst du erstmal 2000 Euro für irgendwelche Lizenzen ausgeben. Und was mir halt, wo ich mich halt richtig wohlfühle, ist diese Kultur, diese kooperative Kultur. Es gibt Fehler, die vertuscht man nicht. Da schreibt man halt dann ein Ticket oder ein Issue bei GitHub und dann ist es drin. Und wenn man was beitragen will, trägt man was bei. Und es ist einfach diese Offenheit und Transparenz. Und weil ich halt ein bisschen mich geärgert habe, dass es für viele Bereiche gute Open-Source-Lösungen gibt, nur im Marketing, gerade mit den Newslettern und solche Sachen, bin ich dann auf Mautic gestoßen und über Mautic bin ich dann zu der German Community, habe ich mich dann eingetragen. Und da war ich jetzt dann die letzten 2 Jahre immer mal mit dabei. Ja. Ah, und ich habe sogar ein wichtiges Feature herausgefunden. Durch die Bürgerinitiative. Erleuchte uns. Ja, manchmal steckt mir das drin. Also, wenn ich jetzt eine E-Mail mache, dann wähle ich ja auch ein Theme aus und habe dann so ein Template als Vorlage und dann schicke ich die raus. Und dann hatte ich am Anfang das Problem zum Testen. Bei T-Online kamen die nie an. Und dann hatte ich Glück, dass bei T-Online einer saß und hat gesagt, wir sind in der Bürgerinitiative und die kommen nicht an. Hey, was ist da los? Der hat dann nochmal nachgeguckt und hat mir dann gesagt, weil in der E-Mail irgendein Kommentar mit einem Shortlink drin war, der veraltet ist. Na ja, den habe ich doch nicht reingeschrieben. Der war in dem Template drin und hatte ich dann rausgefunden. Das ist jetzt ja ziemlich so eine Detailsache und hatte dann ein Ticket aufgemacht und bin da auch in diesen Prozess reingekommen. Hatte dann auch sozusagen eine Korrektur beantragt und tatsächlich von 2.15 auf 2.16 ist es dann rausgenommen. Was wieder zeigt, also wenn wir Probleme im Leben haben und kümmern uns drum und haben dafür eine Lösung und wir haben dann einfach eine Community, wo wir das reingeben können, dass dann sozusagen ein Produkt im nächsten Schritt besser werden kann, dann ist es doch richtig geil und für mich ist das Ist lebendige Demokratie. gelebtes Außen zu Open Source. Ja, genau. Und das ist einfach richtig geil. Ja, dann, wenn du noch letzte Worte hast, hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Ja, nicht viele, nur ich möchte eigentlich auch so Anfänger einladen, weil es gerade mit WordPress ist relativ leicht, sozusagen eine Internetseite gestaltet, einfach sich Mautic mal anzugucken
und da reinzukommen und sich auch als nicht technisch Techniker in die Community zu kommen, weil ich glaube, reine Anwender würden uns auch gut tun. Weil wenn viele sehr stark in der Technik sind, dann sieht man bestimmte Einstiegshürden nicht mehr. Und ich fände es gut, wenn wir halt schaffen, bei Mautic die Einstiegshürden von der Benutzung her oder wie wende ich es an. Weil es ist eine super umfangreiche Toolbox. Ist was anderes wie bei Clicktip, wo ich dann einfach so einen Assistenten habe und dann habe ich mein Newsletter. Da denke ich, da könnten wir noch ein bisschen mehr machen und da ist meine Einladung an alle Nicht-Techniker, kommt in die Community. Ja, wo wir gerade von Community sprechen, wenn ihr als Zuhörer da draußen gerade vor den Rechnern sitzt und jetzt ja, interessant seid, bei der Community beizutragen, es gibt die sogenannten Contribution Booths, das ist unter den Channeln zu finden im Wordly. Und wenn ihr bereit seid, ein bisschen für die Community zu tun und einfach mal ja, eure ersten Eindrücke mit uns als Community-Maintainer zu teilen und euch ja einmal Ausdruck zu verleihen, was für Einstiegshürden es für euch gibt, dann können wir diese halt senken. So, aber wenn keiner ja bereitwillig von sich gibt, was ihn stört, dann können wir natürlich auch nichts verbessern. Das heißt, ihr seid eingeladen, kommt in die Contribution Booth, da sitzt auch jemand und kümmert sich um euch. Und dann danke ich nochmal dir, Oliver, für deinen sehr guten Vortrag und für die nette Q&A-Session hinterher. Mir sehr gut gefallen. Gerne, danke dir, Leon, fürs super Moderieren. Und ja, ich denke, ich werde im Laufe des Tages auch nochmal da sein. Ich gehe jetzt aber erstmal was essen. Ja, das werde ich auch gleich tun. Aber um 13 Uhr für euch da draußen gibt es den nächsten Beitrag. Bis dahin geht euch einen Kaffee holen, kurz was zu essen machen und wir hören uns dann. Ciao, ciao. Okay. Ciao.